Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 8. November. Gut, beginnen wir gleich mit dem Tageschart für den heutigen Freitag. Wir befinden uns am heutigen Freitag weiterhin im Long-Modus aktuell. Der Kreis ist weiterhin blau. Vorbörslich sind wir aktuell etwas tiefer unterwegs bei 13.240 Punkten. Nachdem wir am Vortag bei 13.289 Punkten mit einem Aufschlag von 0,83% aus dem Handel gegangen sind. Im Tageshoch wurden 13.300 Punkte erreicht. Das war dann auch der nächste Widerstand über der Marke von 13.200 Punkten, die wir zur Tageseröffnung dann mit einem Gap-Up übersprungen haben. Dadurch hat sich nun das mittlerweile vierte Gap nach unten gebildet. Wir haben nun hier das Gap bei 12.202 Punkten, dann das Gap bei 12.495 Punkten, dann das Gap bei 12.992 Punkten und dann das jüngste Gap bei 13.187 Punkten. Ich rechne weiterhin damit, dass diese ganzen Gaps im Verlauf wieder geschlossen werden. Zunächst ist wahrscheinlich erst einmal in einer Korrektur das untere Gap bei 13.187 Punkten und wenn dieses Gap geschlossen werden sollte, dann dürfte der DAX wahrscheinlich auch in diesen Bereich hier, in diesen Long-Bereich eintauchen, zwischen 13.150 und 13.200 Punkten. Das wäre dann für den heutigen Freitag unser Long-Bereich mit der dunkelgrünen und der hellgrünen gestrichelten Markierungslinie. Hier würden sich möglicherweise Long-Positionen anbieten, solange wir uns weiterhin im blauen Kreis befinden. Machen wir dann weiter mit dem Wochenchart. Im Wochenchart haben wir zunächst einmal die rote Markierungslinie bei 12.300 Punkten und dann nur kurz darüber die dunkelrote Markierungslinie bei 13.350 Punkten. Hier befindet sich also ein deutlicher Widerstandsbereich und es ist dann möglich, dass der DAX hier in diesem Bereich um 13.300, 13.350 Punkte ein Verlaufshoch bildet und dann von hier wieder nach unten abdreht. Wir sind aktuell enorm überkauft. Wir haben vier offene Gaps nach unten. Wir sind aktuell kurzfristig im Long-Modus. Der Kreis ist blau. Insofern ist auch aktuell von noch weiter steigenden Kursen möglicherweise auszugehen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, sobald der Kreis auf Rot dreht. Ich werde das dann mitteilen im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video. Dann sollte mit Long-Positionen sehr vorsichtig hantiert werden und der Stopp dann schnell nachgezogen werden und möglicherweise die ganze Position von Long auf Short gedreht werden. Die nächste Auffangmarke befindet sich bei 13.200 Punkten an der hellgrün gestrichelten Markierungslinie und sollten wir unter 13.200 Punkte fallen, dann würde es höchstwahrscheinlich einen Rücklauf geben zur runden Marke von 13.000 Punkten, wo sich aktuell die dunkelgrüne Markierungslinie befindet. Werfen wir dann noch einen Blick auf den Fear & Greed Index auf der Seite von money.cnn.com. Der ist mittlerweile bei 91 Punkten, am Vortag hatten wir noch bei 88 Punkten gelegen. Wir befinden uns nun hier im Bereich Extreme Greed. Der Indikator ist generell aufgeteilt in die Bereiche Extreme Greed, Greed, Fear und Extreme Fear und ist als Kontraindikator anzuwenden. Sobald wir also den Bereich Extreme Greed erreichen, sollte man mit Long-Positionen aufpassen, diese eng absichern und möglicherweise die ersten Short-Positionen erwägen, weil in der Regel dann ein Rücklauf erfolgt in den Bereich 4 und Extreme 4. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Freitag viel Erfolg im Handel, ein erholsames Wochenende und ich melde mich dann am Montag wieder mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chartflash.